das zu sagen? Ach, langsam müsstest du dich doch daran gewöhnen. Was ist denn hier schon wieder los? Wir sind ja total außer Atem. Ist alles in Ordnung? Ach, dem geht's gut. Was, wir haben hier wirklich keine Zeit. Wir waren doch gerade noch in der Bibliothek. Rate mal, was wir rausgefunden haben. Der Professor hat auch schon in der Bibliothek ein privates Essensdepot eingerichtet. Nein, also doch schon. Aber die absolute Sensation. Gefälscht, gefälscht und nochmals gefälscht. Aber was hat das alles zu bedeuten? Dass... Ach Nigel, das ist doch so simpel. Irgendjemand wollte, dass wir erfahren, wann und wo das Vampirtreffen stattfindet. Aber ganz offensichtlich hat dieser jemand nicht mit unserer Intelligenz und Kombinationsgabe gerechnet. Und wer soll das gewesen sein und warum? Weil... Das könnte eine Falle sein. Wer auch immer diese Dokumente verfasst hat, wollte, dass wir hierher kommen. Und zwar genau dann, wenn möglichst viele Vampire hier sind. Oh mein Gott, wir werden alle sterben! So ist es recht, Nigel. Immer schön optimistisch. Aber du übersiehst, dass wir einen gewaltigen Vorteil haben. Wir können uns hinter ihnen verstecken. Nein. Wer auch immer uns hierher gelockt hat, weiß nicht, dass wir wissen, dass er denkt, dass wir nichts wissen. Im Klartext, wir wissen, dass es einen Verräter gibt und wir können uns entsprechend darauf vorbereiten. Aber wer? Da kommt eigentlich nur einer in Frage. Lord Valentine. Unsinn! Lady Valentine! Nigel, hör schon auf jetzt! Du riskierst nur unsere Gastgeber mit deinen realitätsfernen Anschuldigungen! Judy! Das war ja wieder klar, dass das nicht gut kommt. Weißt du, du kennst Judy überhaupt nicht. Das ist alles gar nicht so einfach. Wir haben eine gemeinsame Vergangenheit. Na, wie schön für dich! Aber wir sind deine Zukunft, ich und das Baby. Ja, und warum streiten wir uns dann schon wieder? Lass es doch einfach mal gut sein. Ach, jetzt bin ich wieder die Böse. Genug jetzt. Nehmt euch lieber als Beispiel an mir und meinem Bruder. Wir arbeiten ernsthaft und produktiv und Mopfchen, was machst du denn schon wieder? Ja, was Margaret uns erzählen wollte, war, dass... Dass ihr endlich dieses kindische Gestreite sein lassen sollt. Konzentriert euch lieber auf unsere Arbeit. Was wir euch eigentlich die ganze Zeit schon sagen wollen, ist folgendes. Es gibt nur eine Person, die für diese Tat in Frage kommt. Ein Vampir. Genau. Und zwar einer, der schon länger in ihrem Schloss lebt. Oh mein Gott, sie sind überall! Eine Lösung. Pass auf.
Minute wird berechnet. Minute wird berechnet. Bitte warten. Bitte warten. Was ist das? Das ist ein neutronenaktivierter Vampir-Indikator. Kurz Navi. Hab ich selbst erfunden. Der wird uns direkt zur Gruppe der Vampire führen. Wenn möglich, bitte wenden. An der nächsten Kreuzung links abbiegen. Entschuldigung, das andere links. Danke, du bist die Beste. Ach, Julie, weißt du noch, damals?